Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher Enhanced Edition. Wir haben das letzte Mal hier im Magierturm bei Kalkstein aufgehört. Der hat für uns einen Trank gebraut, der angeblich den Werwolf von seinem Fluch befreien soll. Wir brauchen lediglich noch eine Jungfrauenträne, um das Ding zu komplettieren. Ja, ich bin mal gespannt, wo wir hier eine Jungfrau herkriegen sollen, aber naja. Schauen wir mal. Dazu haben wir noch wieder ein paar Quests jetzt abzugeben, da wir Moa umgebracht haben und auch Fleisch von Wyvern jetzt gesammelt haben. Das bedeutet, wir gehen jetzt als erstes mal zurück zu Triss Labor. Von da aus können wir nämlich zum Jägersmann gehen und ihm schon mal den Moa-Kopf geben. Und dann müssen wir noch rausfinden, wer das Fleisch braucht. Ich glaube, das war irgendeiner. Ich glaube, irgendeiner von den Wirten hier brauchte den Kram. Und danach suchen wir mal eine Jungfrau. Das wird noch interessant. So, wir können ja schon mal alle ausschließen, mit denen Geralt schon Geschlechtsverkehr hatte. Und das sind schon ziemlich viele. So. Auf zum königlichen Jägersmann. Solange der Mann noch bezahlen kann. Du. Schneller! Dauert hier auch wieder seine Zeit, oh. Meine Güte. So, Jägersmann. Jägersmann ist, glaube ich... Ich versuche jetzt mal hier voll Freestyle-mäßig. Müsste da... Ein Hexer. Müsste hier oben sein und dann links gleich. Wenn ich mich recht entsinne. Das schaut doch ganz gut aus. Der sitzt nämlich, glaube ich, da hinten an seinem Tischlein. Da ist er. Sehr gut. Ist das auch erledigt? Das geht gut voran hier. Hier, Junge, ich habe wieder was Abgehacktes für dich. Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? Fünf Ungeheuer sind tot. Das was ist mit deinem Hals wert? Los, verdammte Scheiße? Dieser Runenstein könnte nützlich sein. Was bringt Geld? Achso. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im... Wyvern jagen Menschen nicht. Bla, 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 hatten wir alles schon hier. Ich habe das Wyvern-Weibchen. Ach, das macht mich irgendwie traurig. Ich habe ein altes Wyvern-Weibchen getötet. Hier ist der Beweis. 600 Orens gehören euch. Yeah! Tschüss! Lebt wohl. Bam! Quest abgeschlossen. Sehr gut. Kopf eines Wyvern-Weibchens. Irgendwie haben wir in diesem Akt nur Weibchen umgebracht. Ein riesiges weibliches Wölfchen und ein riesiges weibliches Wyvern-Vieh. Irgendwie... So, dann haben wir, was geht hier noch ab? Auf diese Weise, erwischen. Ich werde es nicht riskieren, mich in die Angelegenheiten einzumischen. Die Schöne und das Biest, ich brauche eine Träne einer Jungfrau. Aha. Und den Wyvern-Vertrag. Ich muss den Schankwirt aufsuchen, um meine Belohnung abzuholen. Machen wir das als nächstes. Schankwirt von Gasthaus Neunakaroth. Alles klar. There we go. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Was ist es denn? So, Jungfrauenträne. Können wir schon mal drüber nachdenken, wo man sowas wohl finden könnte? Carmen definitiv nicht. Als Prostituierte ist schwierig, noch eine Jungfrau zu sein. Die einzigen, die mir einfallen würden, wären jetzt im Krankenhaus. Diese ganzen Geistlichen da. Ihr wisst ja, wie die Geistlichen sind und so. Das könnte ich mir vorstellen. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, ist Siegfried. Siegfried wirkt schon wie so ein Loser, mit dem niemand rummachen möchte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auch noch eine Jungfrau ist. Mehr fallen mir dann aber auch nicht ein. Wo könnte man noch mehr? Wir gucken erstmal. Ich würde als erstes mal zu Siegfried gehen. Ich habe das Gefühl, das klappt. Vielleicht auch noch Vaska. Die sieht ja schon ziemlich hässlich aus. Aber gut, die war, als sie jung war, bestimmt nicht schon so hässlich. Da war die bestimmt auch wunderschön. Was wollte ich denn jetzt hier? Ach ja, mit dem Schankwirt reden. Schankwirt, ich habe Fleisch für dich. Jede Menge. Moin. Ich habe nicht alle Tage illustre Kunden wie euch. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, ich bin hier wegen deiner Anzeige. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja, das Wyvernfleisch. Genau. Habt ihr drei Stücke davon? Ja. Ja. Hier, euer Geld. Dankeschön. Bam. Du. So. Doom, doom, doom. Oh geil, dann können wir gleich mal direkt schlafen gehen. Und ein bisschen leveln. Moin! Ja? Ich habe nicht... Bla bla bla. Ich möchte ein Zimmer. Ich brauche Ruhe. Ich brauche... Ja. Dann los. Du. Neue Talente erworben. Bams.
Kein Gold, nur Silber. Das macht mich traurig. Stärke, was haben wir denn hier? Blutenresistenz 50. Niederschlagenresistenz 50. Überlebensinstinkt Schaden plus 30%. Mhm. Gewandtheit, was haben wir denn hier noch so? Blendenresistenz. Oha. Ausdauer. Oh, Ausdauer müssen wir ein bisschen machen. Da müssen wir mal ein bisschen hoch hier. So, schon wieder rum. Ermöglicht Gerard zweimal pro Tag Energie aus irgendwas zu ziehen. Langweilig. Bei unseren Schwertkämpfdingern schon alles voll, was mit Bronze geht. Sieht so aus. Hier noch. Bedrohlich. 2. Wirkt nur, wenn Gerard geblendet ist. Ja, wer weiß, ne? Jetzt haben wir noch ein Bronzetalent. Das können wir mal auf irgendein Zeichen mal wieder hauen hier. Irden. Verursacht Schmerzen. Das finde ich gut. So, dann mach's mal wieder bis Mittag. Dann ist Gerald auch refreshed und erholt. Und er da hinten hat wahrscheinlich gleich keine Zähne mehr, ey. So, los, los, los. Lade. Lade und häng dich nicht auf. Tu es für mich, weil ich es mir wünsche. Du. So, nun benötigen wir eine Jungfrau. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit Siegfried oder im Krankenhaus. Dazu müssen wir also wieder ins alte Städtchen hier, alte Stadtteil-Dings. Erstmal hier ordentlich hinsetzen. So. Okay. Gottverdammt! Tempelbezirkstor, hier muss ich hin. Go, müsst ihr aber eigentlich auch auswendig können. Müsste auch so gehen. Aber man weiß ja nie. Verflucht seien sie alle. Was seid ihr denn heute hier alle so am Fluchen? Was ist denn los? Seid ihr krank? Heute ist hier so negative Stimmung irgendwie hier. Negative Vibes. Das Glück scheint dem Bösen halt. Jeder bekommt, was er verdient. Ich weiß nicht, diese random Dialoge bei Geralt hier, die sind nicht so cool wie bei Gothic. Nicht top diese Gothic-Dinger. Hallo, hallo, moin moin. Seid ihr ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Hof? Ja, vor allem mit diesem illegalen Schwert, mit diesen Zacken. Das ist schon echt, das ist schon pervers, das Teil. Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. Muss wahrscheinlich kacken oder so. Oh. So. Siegfried, mal sehen, ob er auf seinem Posten steht. Schauen wir mal. Vincent. Na, Vincent? Wie fühlt sich so an in normaler Form? Quatsch mir mal mit dem, was er was erzählt. Seid gegrüßt. Tschüss, ne? Lebt wohl. Man kann ihn nicht drauf ansprechen. Erstaunlich. Wahrscheinlich wäre es auch blöd, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. So, mal gucken. Siegfried, du alte Socke, wo standst du denn immer rum? Ich glotz überhaupt nicht, Alter. Neff hier nicht rum. Vielleicht ist der Gärtner noch Jungfrau. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Hamets Mädchen. Siegfried, wo bist du? Das ist jetzt die Frage. Der ist irgendwo da hinten. Das sollte ich mal versuchen. Das sollte ich mal versuchen. Ja. Meine Güte. Armer Junge, Waffenschmied des Ordens, Carmen. Ich bin müde. Wo ist eigentlich Siegfried? Ich muss mal gerade M drücken. Siegfrieds Posten. Naja, das ist doch gleich da oben. Mal sehen, ob er da steht. Ich sehe keinen Siegfried. Da doch, da steht er. Ausgezeichnet. Siegfried! Hier mal direkt vor deinem ganzen Gefolge hier mal fragen, wie es aussieht. Na, hast schon mal... Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Beruhigt euch. Was ist denn los? Nach dem, was ihr in der Bank getan habt? Aber ich... Ihr habt versucht, die Beweise zu vernichten. Ihr seid persönlich hinuntergegangen. Doch. Ihr habt den Skoyatel geholfen zu fliehen. Wir haben die Kikimori-Kadaver gefunden. Die Skoyatel allein hätten das nie geschafft. Wäre das nicht gegen das Gesetz, würde ich euch persönlich töten. Das ist nicht gut. Siegfried gibt uns, glaube ich, keine Träne mehr. Überflüssiges Gefahr. Gut, dann, ja. Dann versuchen wir es mal in einem Krankenhaus, ne? Du. Hätten wir gleich machen sollen. Ich habe ganz vergessen, dass wir ihn erzürnt haben. Na gut. Dass er so aggro ist, Mann, der stellt sich aber auch an. War halt nicht ganz auf seiner Seite. Ihr bringt nur Ärger.
Ja, das habe ich gerade eben schon gehört. Das ist mir was Neues. So, schauen wir mal. Alter Mann, Krankenschwester. Wir werden alle sterben. Kann ich euch helfen? Vergebt mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Yeah! Das hat geklappt. Jetzt kann ich Carmen den Trank bringen. Na mal los. Bald sind wir alle tot. Ja, er singt das Lied nicht weiter. Fange mal nur an. Sing es nicht zu Ende. So. Auf zu Carmen. Damit ihr armes Wölfchen dann auch mal bald wieder von der Geschichte befreit ist. Wobei, er wollte doch jetzt eigentlich nicht befreit werden. Warum machen wir das immer noch? Ich bin etwas verwirrt. Vielleicht will er es insgeheim dann doch. Er kann auch so ein Superheld sein. In seinem Superheldenversteck. Vincent Mace, der Rächer der Verfärbten oder so. Sogar das Dach hier sieht ranzig aus, also haben sich echt Mühe gegeben. Verdammt, ich brauche Bier. Hast du Kohle? Verdammt, ich brauche Bier! Ja? Hallo Carmen, hier ist der Trank. Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Alles klar. Ich muss Carmen bald besuchen. Ja, dann gehen wir wieder mal eine Runde schlafen hier. Verdammt, bin ich heute wütend. Ich bin wütend. Ja, bei mir geht's gerade. Ich bin gerade recht entspannt. Ich hab Schmerzen. So, einmal 24 Stunden. Und dann schauen wir mal, was passiert ist. Njam, 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 njam. So, Carmen. Hat's geklappt. Und? Ja? Ja, warum werde ich wohl hier stehen? Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt, aber es ist nichts passiert. Wir finden eine andere Lösung. Was? Ja? Das hat schon wieder nicht geklappt? Lebt wohl. Okay, ich muss alle bekannten Kuren ausprobieren. Ich muss jetzt letzte Methode ausprobieren. Wahre Liebe. Ja? Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Das stimmt. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Ach, wie süß. Schwerlich Expertenliebesding. Hört zu, es ist klar, dass Vincent nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Geschweinest spricht er darauf an. Hört zu, es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Dass Vincent sie nicht liebt. Ich sollte mit dem Hauptmann sprechen. Ja, jetzt spielen wir hier echt Vermittler hier. Naja, gut. Auch das muss ein Hexer können. Er hat zwar... Ich bin geil! Ja, mit diesen Worten, ne? Oh, scheiße. Gut. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Wo ist er denn? Ich muss mal auf die Karte gucken. Vincents Posten, der ist doch hier hinten. Da. Kenne ich da auch auswendig. Inzwischen bin ich doch wieder voll drin hier in der Stadt. Auf zu Mr. Mace. Wie seltsam. Was denn, dass der Geralt so langsam läuft? Ja, ich find's auch komisch. Geralt, schneller! Das sind schreckliche Zeiten. So,
So, Reisender. Ja, reist immer wieder hin und her. Carmen. Nee, nicht Carmen. Vincent. Hä, wo ist er hin? Wo ist er hin, die Sau? Da. Chillt jetzt da hinten rum. Bastelt ein bisschen was. Vincent, Junge, wir müssen reden. Seid gegrüßt. Moin. Carmen, ne? Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Ich mach alles. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Doch. Ich kann den Fluch von euch nehmen. Aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexe. Liebe kann Berge versetzen, aber... Es muss wahre Liebe sein. Ja, er weiß es immerhin. So, ich sollte Carmen bald wieder aufsuchen und sie fragen, ob sich etwas geändert hat. So, gehen wir wieder schlafen. Dann gucken wir mal nach Carmen und dann hat sich diese Questreihe hoffentlich auch erledigt. Nicht, dass hier gleich noch was kommt. Morgen steht Carmen nicht mehr da, nur noch so ein Zettel. Er hat mich aufgegessen. Oh Mann. Man weiß es ja nicht. Oh, Geralt, schneller. Du läufst so langsam heute. Gefühlt jetzt auf jeden Fall. Vortrefflich, will ich mal meinen. So, dass wir auch noch 7 Kästchen Fistech mit uns rumschleppen. Jetzt werden wir die ganze Zeit drauf. Achtung, Kind! Bups! Geralt kickt alles weg. Es ist ihm scheißegal. Oh Mann. Gut. Ja. Soweit ist es schon gekommen. Frauen haben zu bestimmen. Ich bin so heiß. Ich bin auch so heiß. So. Das Feuer ist auch heiß. So. Schlafen wir mal wieder. Aber heute kriegt Geralt echt viel Entspannung hier. Schlafen, kurz quatschen. Schlafen, kurz quatschen. So. Ja, irgendwann müssen wir die Steine ja auch mal aufbrauchen. So, Meister Geralt, auf zu Carmen. Carmen! Moin! Ja? Hier, ne? Ich sprach mit Vincent. Oh, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Er sagte, wenn mir so viel daran liegt, hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... Na egal. Ich will ja nichts heraufbeschwören. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Kein Haar mehr. Wahre Liebe kann Wunder wirken. Ja, da hat er recht. Vincent ist frei. So, jetzt müssen wir eigentlich... ich guck mal jetzt gerade, ob wir noch irgendwelche Verträge haben. Ich glaube nicht. Müssen alle erfüllt sein. Quests. Nur sekundäre Quests. Mal gucken. Das entwickelt sich. Ein Würfelspiel. Ich will versuchen mit Profi spielen. Das machen wir noch. Den Zahnarzt, der nervt, den lassen wir. Faustkampf haben wir schon gemacht. Gesucht. Leuwarden bot an mir. Das entwickelt sich. Das können wir nicht mehr. Persönlichkeit entwickelt sich. Ratte können wir auch nicht mehr. Ich kann gegen den profanten Poker spielen. Okay. Profi. Ein Würfelspieler, das heißt, ich will versuchen mit Profispielern Poker zu spielen. Wir müssen mit dem Hierophant Poker spielen. Mhm. Alles klar. Das machen wir dann auch als nächstes jetzt. Würde ich sagen, fahren wir mal wieder mit dem Fährmann dahin. Fährmann, bitte sage mir, kennst du den Weg zurück zu ihr? Und so weiter und so fort. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch an Nebenquests machen müssen. Also noch einmal Würfelpokern. Ich glaube auch sogar nur gegen ihn in diesem Akt noch. Dann sind wir damit auch schon durch und dann, ja, dann geht's los mit den nur noch Hauptquests bis zum Schluss. Und dann ist der Akt durch. Dann geht's endlich woanders hin. Da freue ich mich auch schon drauf, weil der nächste Akt, der wird cool. Wenn ich mich nur... Oh nö! Die Zeit geht viel zu schnell rum, wenn man Geralt spielt. Ihr hört's ja, der Part ist leider schon wieder rum. Aber wir gehen jetzt noch zum Fährmann. Das machen wir jetzt noch. Dann machen wir beim Fährmann Pause, dann können wir den nächsten Part direkt schön mit einer kleinen Fahrt beginnen. Das ist doch schön. Da rennt er auch wieder rum. Ich glaube, die Opfermisshundi. Süß. Süß. Ich
Beziehungsweise Carmen, das ist nicht Carmen. Sie sieht nur ein bisschen aus wie Carmen. So, Fährmann, da bist du. Oh, ich werde auch mehr sparen. So, folgen wir dem Hundi. Oder machen wir hier Schluss mit dem schönen Ausblick hier. Herrlich. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentare, Feedback immer gern unter das Video. Und ansonsten viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Part. Euer Blaufuchs.